Okay. Ist außerhalb von Torpedo-Reichweite. Flotte segelt in Formation. Wir sind noch im Frieden, oder? Schade, dass sie nichts dazu lassen. Sind wir nicht. Habe ich mir gedacht. Schiff unter Beschuss. Steuermann! Mehr als bereit. Dreh um, Schiff, dreh um. Sind unterwegs. Wir haben den Beweis, wir müssen jetzt gehen. Achtung, Admiral anwesend. Schiff unter Beschuss. Steuermann! Raus hier, raus hier. Wir kämpfen weiter, wenn nötig. Die Mörser machen eine ganze Menge Schaden an denen. Komm schon, flieh! Nicht alle halten dem Druck stand. Ach komm schon! Wir waren zu langsam für den Auftrag. Ich hab's, da habe ich ein bisschen geschnarcht. Naja, passiert. Repariert euch hier drüben. Formation einnehmen. Da hat der Wind uns halt ein bisschen halt erwischt. Wo ist unser Clipper eigentlich schon wieder? Da hinten. Bereit für den Einsatz. Und die Bilanz geht jetzt in die Höhe. Wir kriegen halt auf alle Einnahmen, die wir machen, eine ganze Menge drauf. Und die Einnahmen steigen halt hin und wieder durch... Ja, rum. Rum gibt uns so viel Geld rein. Jetzt, wo die Route aber wirklich läuft, sollte der Rum auch besser funktionieren, oder? Rum und Kaffee. Halte die beiden Dinge einfach schön brav oben und dann gehen wir nicht pleite. Zufriedenheitssache sind sowieso sehr, sehr stark. Schiff unter Beschuss. Wo kommt ihr eigentlich schon wieder her? Erwarten neue Horizonte. Steuermann. Wo ist unser Kanonenboot hier? Die, wo ist die Libertas? Da ist die Libertas. Bereit zu feuern. So, Clipper müssen einfach vor den Wind gebracht werden, denn die sind einfach sehr, sehr schnell. Sind unterwegs. Was wollt ihr von mir? Feine Sache. Nein, was wollt ihr von mir? Bring die guten alten Zeiten zurück, Riffel. Ein Foto von mir. Ein von mir, Alter. Aber wir sind der Armboss. Wir machen Bilder, wenn ich natürlich. Es machen könnte, würde ich nicht fragen. Machen wir ein Foto von Francisco Ross. Genau, so will er sein Foto haben. So will er sein Foto haben. So machen wir das gerne. Hier. Ist jetzt beleidigt? Diese Stadt zieht helle Köpfe. Ein Betrüger. Hafenaktivität plus 10%. Oh, immer wenn es im Konto zu einem passiven Handel kommt, besteht die Chance, eine Steuer von 500 Münzen zu erheben. Nützlich. Schiff unter Beschuss. Neue Befehle. Keine Disziplin auf euren Booten.
Sind die... Was ist da los? Die Banane wieder voll? Können wir Schokolade kriegen? Ja, wir können jetzt Schokolade tauschen. So, keine Banane mehr, Schokolade. Nein, Schokolade. 3:1. Wir wollen einfach immer 50 da auf Tasche haben. Pelze sind wirklich eine ganze Menge wert. So können wir Schokolade halt gut rein besorgen. Und das können wir in der Lebensqualität dann hier schon lassen. Das gibt dann Geld. Wie geht's? Was bräuchten wir für weitere Waren? Wie Mescal oder sowas. Oder für... Für Salpeter. Was brauchen wir? Wurst müssen wir dafür weiter... Ah ne, aktuell... Bei einer Ware müssen wir so viel haben. Und die rentabelste ist aktuell Wurst. Um ihre Güterklasse automatisch zu erhöhen. Wenn wir da jetzt also wieder Wurst reinsetzen und sagen, wir wollen Wurst raushauen. Oh ja. Wenn wir also 50 Schokolade haben wollen, müssten wir so viel Wurst ausgeben. Wir müssen mehr Wurst herstellen. Gut, wisst ihr, was das heißt? Wir müssen mehr Wurst herstellen. Und jetzt hoffen Sie auf Milde? Ja, das nennst du eine Verteidigung. Ich nenne es einfach Interesse verloren. Die Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Wurst. Wir brauchen Metzgereien, die am Strom angeschlossen sind. So. Noch so eine Hütte. Jede der Metzgereien kann jetzt ein bisschen was... Okay, wie sieht es mit Getreide aus? Haben wir genug? Wir bräuchten theoretisch eine weitere Farm. So, die brauchen jetzt Schweine. Ich weiß. Also, wir brauchen ein paar Schweinefarmen. Oder noch eine weitere Schweinezucht. Wie sieht es gerade aus? Okay, 1:1. Mit einem Silo braucht man nur eine Schweinefarm entsprechend, nicht wahr? Wobei jetzt bräuchten wir zwei, beide mit Silo. Damit die mithalten können mit den Vieren, die wir jetzt hier praktisch gegen stehen haben. Weil die auf 200% hochgehen werden. Durch Strom. Nutzen wir diese Klippe hier. Und beschaffen uns eine Getreidefarm. Ich würde gerne einen Trecker haben. Okay, es wird langsam Zeit, dass wir hier alles, was wir haben, umstellen. Damit wir den Platz, den wir haben, wirklich besser nutzen können. Melzerei verschieben. Die ganzen Gebäude, die wir hier haben, mit der Zeit loswerden. Und woanders hinsetzen. Das wird die Herausforderung. Alles, was an Strom angeschlossen werden kann, muss an den Strom ran. Oder wir verschieben gar nicht. Und setzen hier stattdessen ein Kraftwerk hin. Unsere Produktion wird dann einfach zur verdammten Hölle hochfliegen. Ja, unsere Produktion wird so hochfliegen, dass sie bis zur Hölle runtergeht. Hauptproblem ist es, ich sehe gerade keinen direkten Weg, wie wir ein Schienennetz da hochbekommen. Das sollten wir, glaube ich, zuerst regeln. Aber wenn wir hier an Strom kommen, wir müssen nur einen Weg finden, wo wir ein Schienennetz langziehen könnten, dass es nach da oben hochgehen kann. Denn ich sehe keinen Weg, nicht durch die Stadt durch. Einzige Option wäre, wenn wir hier etwas wegstampfen. Können Schienen über Wasser? Bestimmt.
Keine Schienen über Wasser. Ja, wir können Eisenbahnbrücken bauen, gut. Wir haben hier unsere ganzen Wege halt ziemlich hart wegblockiert. Hier hinter haben wir leider keinen Platz. Aber. Sekunde. Wenn das Teil hier nicht wäre. Diese Taverne müsste verschoben werden. Okay, folgendes. Wenn wir die Straße hier loswerden. Die Bauernhütten hier loswerden. Die Hütte hier loswerden. Wir müssen aber aufpassen, dass die Arbeiter nicht zu schnell wegrennen. So. Das hier nehmen, die Taverne nehmen und verschieben. Dass die halt besser da steht. Dann könnten wir die Schienen nach dahin bringen. Da steht immer noch ein Bauernhaus im Weg. Du bist auch weg. Du Lobpreis, ja, jetzt bist du leider weg, weil Bahngleise. Dann verschwindet das hier. Und dann müssten wir nur diese Getreidefelder wegreißen. Das ist Verlangsamungszeit. Das ist definitiv Verlangsamungszeit, die wir da machen müssen. Und dann wäre die Frage, wo wir mit was umgehen wollen. Wir haben ein paar Reserven, die wir nutzen können. Ich glaube, wir sollten vielleicht wirklich alle Getreidefarmen loswerden. Oder all die Getreidefelder loswerden. So. Weil wir die alle neu setzen müssen, weil wir für alle Silos brauchen. Oder für... Ihr wisst schon. Wir müssen die Sachen ein bisschen umsetzen. Die Metzgerei hier zum Beispiel. Ich denke, wir setzen unsere Stromversorgung hier rein. Metzgerei und Mühle müssen dafür weichen. Also das hier. Noch eine Bäckerei muss auch weichen. Von mir aus. Ich sagte, mach weg. Okay, so viel Stahl haben wir nicht. Das war ein Fehler. Riesengroßer Fehler. Ein Hof ohne Felder? Ich weiß. Nicht das Cleverste. Und ich habe noch nicht mal daran gedacht, dass wir keine Dampfmaschinen haben. Für unsere Trecker. Müssen wir also bei Zeiten alles wieder aufbauen. Überhaupt eine Straße angeschlossen. So. Hier fehlen jetzt noch zwei Felder. Das ist natürlich blöd. Aber das sind diese beiden hier. So. Ja, das war nicht clever. Zum Glück waren es nur die Getreidefarmen. Deswegen die Bremse.
Wir haben es noch nichts an Arbeitskraft kostet. Naja, wir müssen noch schauen. Also das Ganze hier zu reoptimieren wird nicht einfach. Hätten wir vorher gewusst, wie das alles funktionieren würde, wir hätten es natürlich einfach machen können. Jetzt gerade ist das dementsprechend nicht gewährleistet. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Nein. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ah, kann nicht renoviert werden. Ja, das, ich wünsche, ich hätte das vorher gewusst. So. Okay, so haben wir die Felder wieder aufgestellt. Was wir noch nicht getan haben, ist hier allerdings die Gebäude zu ersetzen. Wir können schon mal die Schienen anfangen zu ziehen, die wir brauchen werden. So, ich wollte auf den Treibstoff halt sorgen. Dafür brauchen wir einen Tankhof, der hier auch irgendwie in die Mitte reingequetscht werden muss. Für die Gebäude hier vielleicht doch verschoben werden müssen. Braucht Elektrizität? Nö. Das braucht alles Stahl. Und das hier hätte ich dementsprechend nicht bauen dürfen. Das hat mich Stahl, den ganzen Stahl gekostet. Das Kraftwerk. Ja. Das Kraftwerk hat unsere Stahlträger gefressen. Positionierung ist nach wie vor nicht optimal. Ich kann das für dieses Getreidefarben hier nach hier hinten verschieben müssen, damit wir hier Platz kriegen. Wir werden sehr viel umstellen müssen dafür. Wie sieht es mit unserem Ziel, unserer Zielsuche aus? Wo ist der Beweis? Da hinten. Flotte unterwegs. Verscherbel mal die Bananen. Ah, gut, reguläre Geschwindigkeit. Wir wollten außerdem hier hinten erstmal ein paar weitere Schweinefarmen hinsetzen, weil wir jetzt wahrscheinlich, ja, Schweine gehen jetzt ganz gut aus. Und eine weitere Getreidefarm. Die Flammen wurden gelöscht. Zwei mit Silo, damit wir das ausgleichen können, was wir da jetzt bauen. So, wir müssen hier die Straße so ziehen, wegen des Silos. Weil ich ganz vergessen habe, dass die Dinger eine Straßenanbindung brauchen. So. Dann... Also an sich brauchen wir Getreidefarmen und haben wir Brot hier. Da haben wir Brot. Da. Wir brauchen Getreidefarmen und diese Getreidefarmen brauchen zum einen ein Düngersilo, das wir auch schon mal bauen werden. Auch wenn ich noch nicht weiß, womit wir das füllen können. So, Dünger. Wie stellen wir das Scheißzeug her? Dafür muss es hier doch ein Gebäude geben. Und das ist nicht der botanische Garten. Jedenfalls Dünger sorgt dafür, dass Sachen hier ein bisschen besser laufen können, glaube ich. Warum? So.
Und dann würde letztens noch ein Trecker dazukommen. Theoretisch. So, erhöht die Produktivität. Größere Anbauflächen können durch weniger Arbeitskräfte bewirtschaftet werden. Traktoren verbrauchen Treibstoff. Okay. Das ist eine größere Arbeitsfläche. Aber das hier sorgt dafür, dass weniger Dünger, Verarbeitungszeit. Aber was produziert Dünger? Das weiß ich halt wirklich noch nicht. Denn wir wissen, die Hacienda produziert Dünger. Jetzt haben wir zu wenig Bauern. Weil wir hier natürlich ein paar weggestampft haben. Aber das war zum Wohl des Fortschritts. Im Namen des Fortschritts muss man schon ein paar Opfer erbringen, nicht wahr? Schiff unter Beschuss. So. Alles bereit. Was? Ah, okay, danke. Die Schulpe kümmert sich schon drum. Flotte zum Angriff. Warum ist Flotte 1 da oben? Flotte geht auf Fahrt. Sagt ihr jedenfalls, sollen das lassen. Das ist nämlich ziemlich peinlich. Eine kleine Atempause, um über alles in Ruhe nachzudenken. Nein. Sie zaubern das einfach so aus dem Hut? Ja. Geh mich auf die Nerven. Du willst jetzt das Geld von mir, ich weigere mich zu bezahlen. Was willst du tun? Wir müssen... Aufträge. Wie viel Zeit haben wir noch? Haben wir den... Achtung, wo ist der Beweis? Admiral anwesend. Der Kaviar ist da drüben zu liefern. Okay, gut. Wir wollen uns mit ihr gut stellen, damit sie vielleicht irgendwann die Füße stillhält und uns in Ruhe lässt. Hier, nimm Geld. Willst du mich zum Narren halten? Weißt du... Nein, nicht wirklich. Handelsrechte sind unmöglich. Wie auch müssen wir? Müssen wir auf 80, damit wir dürfen? Bleiben. Du versuchst so sehr gerecht zu sein. Ich weiß, ich schaffe es auch fast schon. Die Menschen lassen sie hochleben. Schleim. Ganz recht. Hielte man einen Spiegel vor den Himmel, wären meine Städte sein exakter Widerschein. Genau. Nochmal Schleim. Das ist meiner Zeit nicht wert. Aber nochmal Schleim. Wozu soll diese Speichelleckerei führen? Ich strebe nach nichts weniger als Perfektion. Okay, gut, dann halt die Kappe. Jetzt habe ich es aber gerade ein bisschen weggeschmissen, gebe ich zu. Ewiges Leben 2, Piratenfregatte. Ah. Man könnte meinen, du wärst gar kein Royalist. Könnte man glauben, nicht wahr? Halten Sie sich besser die Ohren zu. Schönen Tag auch. Okay, folgendes. Wir machen eine Sache. Wir müssen die Schienen hier rüberziehen. Das wissen wir schon. So. Jetzt passt die Mühle wieder, in die wir weggestampft haben, oder? Oder war die Mühle ganz genau eine andere Größe? Nein, die Mühle war ganz genau eine andere verdammte Größe. Nun, Pech. Weil wir haben hier einen Anschluss. Das heißt... Steinstraßen. Die Straße geht und die Mühle kann jetzt wieder hier hin.
Der hier steht ziemlich kacke, die Siederei. So, dann brauchen wir den hier. Nach. Ja, da so hier hinten hin, nicht wahr? Auf jeden Fall müssen wir eine Bäckerei zurückgeben, die wir eingestampft haben. Was nicht aufgeht. Folgendes. Diese Straße wird nicht länger benötigt. Diese Mühle wird nicht länger, diese Bäckerei da wird nicht benötigt. Wir setzen einfach was anders wie hin. Diese Straße da wird nicht benötigt. Und es fehlt immer noch was. Weil wir nicht auf die andere Straßenseite bauen können. Hast du noch irgendwo Platz? Nein. Hast du noch irgendwo Platz? So. Also hier können wir den Platz einfach nach hier hinten ziehen. Ich muss mich gerade beeilen, weil ich jetzt gleich die Aufnahmepause einlegen muss. Zwar sehr, sehr schnell. So. Du. Ah. Okay, hier können wir zumindest sehen, zu wem die Dinger gehören. In der Grenzregion möchte ich Platz freiräumen. Warum geht's nicht da dran? Zu wem gehört das? Zu dem? Er ist einfach nur dreist. Es lohnt sich, innerhalb gewisser Beschränkungen zu arbeiten. Bitte wahren Sie Haltung. Nein. Ich bin unaufhaltsam. Weißt du was? Eure Felder gehen mir so auf die Nerven. Wir bauen die neu. Damit ihr aufhört, mich nicht so zu belästigen. So. Wir haben nicht mehr den Platz für den Trecker gelassen. Oder fürs Düngersilo. Hier sehe ich nämlich nicht mal einen Weg, wie wir die Straße darüber ziehen können, ohne dass es eine Katastrophe wird. Weil der dann abgeschlitten ist. Ha. Huh. Okay, dann. Dann muss ich hier die Pause einlegen. Und in der nächsten Aufnahme kümmern wir uns darum. Denn jetzt gerade mein Zeitdruck wirklich hochgradig gegeben. In der nächsten Aufnahme sorgen wir dafür, dass wir da zumindest Platz für alles kriegen, was wir brauchen. Für das Düngersilo und für die Treckergaragen. Schauen, dass wir noch einen Tankort da reinbauen können und das ganze Gebiet komplett mit Öl überschwemmen. Immerhin importieren wir es gerade eine gute Menge. Bis dahin allerdings, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und Cheerio.